Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial in Word 2010. Heute geht es um die Cursorsteuerung. Ja, der Cursor, der hier vorne so blinkt, der lässt sich natürlich nicht nur mit der Maus positionieren, sondern man kann auch mit den Pfeiltasten den Cursor nach links, nach rechts bewegen, nach unten und nach oben. Es gibt jetzt aber noch zusätzliche Cursorsteuertasten und Pfeiltastenkombinationen, wie man sich durch ein Dokument bewegen kann. Das heißt, wenn ich jetzt die Position 1-Taste drücke, dann springt mein Cursor zum Zeilenanfang. Wenn ich auf Ende drücke auf der Tastatur, dann zum Zeilenende. Ich kann auch sagen, ich möchte zum Text anfangen. Das heißt, ich müsste jetzt praktisch hier vorne zum Z kommen, wenn ich Steuerung und Position 1 drücke. Genau das passiert auch. Und zum Textende, Steuerung und Ende funktioniert genauso. Machen wir nochmal Steuerung, Position 1, dann sind wir wieder hier. So, es gibt noch Kombinationen mit Steuerungstaste und Pfeiltaste nach rechts. Wortweise, genauso nach links und absatzweise, dazu müssen wir jetzt etwas hier runter gehen. Hier haben wir Absätze und zwar Steuerung und Pfeil nach unten. Hier springt man absatzweise von Absatz zu Absatz. Was haben wir noch? Eine Bildschirmhöhe nach oben und nach unten. Da ist einfach auf der Tastatur eine Bildtaste mit Pfeil nach unten und Bild nach oben, dann sieht man praktisch bildschirmweise den Abschnitt nach oben und nach unten wandern. Man hat jetzt noch die Kombination Steuerung, Bildtaste, Pfeil nach oben, dann hat man das Ganze seitenweise. Ich mache jetzt nochmal Steuerung Position 1, dann bin ich hier oben und dann Steuerung und Position. Was hat man? Steuerung und die Bildtaste mit Pfeil nach oben. Dann haben wir das Ganze seitenweise.